Hallo YouTube, ihr hört es wahrscheinlich schon, ich bin leicht erkältet bzw. ein grippaler Infekt. Aber ich versuche trotzdem mal jetzt ein Video zu machen. Huste. Ja, wir öffnen unseren Server jetzt offiziell. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau. Es gibt für jedes einzelne Ding, zum Beispiel Häuser kaufen, wie man im Shop was verkauft oder einkauft, wie man Geld verdient und so. Zu jedem einzelnen Tutorial, zum Beispiel hier halt für die Jobs, wie man Job joint, die gehen circa immer 5 bis 10 Minuten. Eins geht, glaube ich, 15 Minuten, aber das ist auch sehr, sehr wichtig. Dann hier zum Beispiel hat man auch dann ein Tutorial Lightwood, das kommt dann unter Extras und so weiter. Ja, wir können mal kurz ganz rüber rüberfliegen. Das ist die erste Stadt. Also es gibt insgesamt, muss ich gerade zählen, fünf, glaube ich, fünf Städte. Dann haben wir hier noch Las Vegas. Also das sind wir gerade am Bauen. Hier wird es Spiele und so weiter geben, zum Beispiel Mob Arena, Tetris oder Spleef und noch anderes Zeug, was recht geil ist. Zum Beispiel habt ihr hier die E-Boss. Das ist eine die Internet Bank, International Bank of Sauron. Da hätte ich so lachen müssen, wo er es mir erzählt hat, für was das E-Boss steht. Ja, ihr könnt euch jedes einzelne Ding angucken. Guckt das auch, das Ding lacht auch, der Schiefi. Hier haben wir Casinos, da könnt ihr zocken, beziehungsweise hier seht ihr noch, dass das gerade Bau ist. Dann könnt ihr Lotto spielen und so weiter, also richtig episch. Ja. Jetzt zu den Tutorials. Die Tutorials werden auf YouTube veröffentlicht. Da lade ich jetzt gleich das erste Video hoch. Das nennt sich "Aller Anfang ist schwer". Und das würde dann bei meinem Kanal hier dann eine Playliste unserer Minecraft-Server geben. Da könnt ihr euch alle Tutorials angucken. Ich lade die jetzt die Nacht hoch, alle, soweit es geht, weil die recht groß sind. Wir können mal gucken, was ein Video groß ist. Für zum Beispiel für Jobs einfach 5 Minuten. Ja gut, es geht noch. Häuserkauf. Na gut, es geht auch noch. Wo sind die großen? Hier, die Vorstellung schon alleine. Einfach mal eine grobe Übersicht. Schon 1 GB groß. Die muss ich nachher nochmal ein bisschen kleiner machen, weil sonst lade ich für das Video schon die ganze Nacht hoch. Ja, uns gibt es natürlich auf unserer Homepage. Da müsst ihr hier dann Minecraft-Server klicken. Dann könnt ihr zum Beispiel Bauprojekte, Serverwartung, Neuerung, Server-Tutorials anschauen. Bei den Server-Tutorials werde ich dann die Tutorials veröffentlichen. Hier habt ihr nochmal eine kleine Information. Dann gehen wir mal auf Bauprojekte. Das ist aber jetzt auch schon nicht mehr aktuell. Und es lädt. So, ja, hier habt ihr halt die offiziellen Bauprojekte. Ihr könnt uns Ideen schicken, was wir zum Beispiel bauen sollten, was wir verbessern können. So, bei Serverwartung und Neuerung gibt es dann immer die aktuellen Informationen. Zum Server zum Beispiel hier der 14.04.2012, da weiß ich gar nicht, was drin steht. Dann Server-Tutorials gibt es nochmal ein schriftliches Tutorial, beziehungsweise da werde ich dann genau hier dann schriftliches Tutorial schreiben, was es da alles auf dem Server halt gibt. Zum Beispiel hier ein paar Häuser, dann zahlreiche Hotels, das gibt's schon gar nicht mehr, das haben wir abgefackelt. Dann das Dorf vom Schiefi, dann unser alter Admin-Spawn. Dann das Sky Shop, richtig episch. Das ist unser Gefängnis und so weiter. Da gibt es nochmal alles, wie gesagt, kleine Tutorials mit IP-Adressen und so weiter. Da könnt ihr nachgucken. Dann haben wir hier unseren TS-Server. Den erreicht ihr unter thegamefront.de. Ja, wie gesagt, die Serveradresse vom Minecraft-Server steht unten in der Beschreibung. Wie gesagt, dann mit der Homepage und mit allem drum und dran. Ja, wir werden jetzt so, vielleicht, ich werde so möglichst wie oft jetzt heute online sein. Ich weiß nicht, wie es mir heute noch geht, so weiter. Dann könnt ihr einfach hier reinkommen und dann erklären wir euch den Server. Machen nochmal eine kleine Server-Rundführung. Ich muss halt immer mal ein bisschen aussetzen, weil meine Stimme mich. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Weil mich meine Stimme manchmal ziemlich doll verlässt. Ja, wie gesagt, dann sehen wir uns auf dem Server und dann bis gleich.